Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, lange ist es her, dass ich ein Video hochgeladen habe und in der Zwischenzeit habe ich das Diamond Painting als neues Hobby für mich entdeckt und darum soll es in diesem Video heute auch gehen. Ich habe netterweise von Diamond Painting Deutschland ein Bild zugeschickt bekommen. Herzlichen Dank nochmal dafür, ich freue mich wirklich sehr darüber. Und ja, ich würde sagen, vorab, bevor ich euch zeige, was in dem Paket ist, würde ich euch über den Shop was erzählen und wenn euch das alles interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, ich habe das Paket netterweise zugeschickt bekommen, um euch mal zu zeigen, was Diamond Painting überhaupt ist und wollte euch meine Erfahrungen mit diesem Shop mitteilen. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit dem Kundenservice. Ich habe mit ihnen hin und her geschrieben per E-Mail und das war super freundlich, super schnell und super nett. Also da kann man wirklich nichts sagen, da ist man wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Und ja, der Versand ging auch super schnell. Ich glaube, das Paket war innerhalb 48 Stunden bei mir angekommen. Und das ist wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe die Bestätigung bekommen, dass ich dieses Bild zugeschickt bekomme und am nächsten Tag oder darauf den Tag war das Paket auch schon da. Also der Versand ist wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, das ist die Familie Blüm. Die haben auch eine Facebook-Seite, die verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Da könnt ihr euch gerne mal umschauen, sowie den Online-Shop Diamond Painting Deutschland. Das werde ich euch auch in die Infobox verlinken. Schaut euch dort auch auf jeden Fall mal um. Ja, bei den Bildern ist es so, dass ihr eine riesengroße Auswahl habt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal lange durchstöbern. Und das Besondere bei Diamond Painting Deutschland ist eben, dass zu jedem Bild, welches ihr dort findet, schon die passende Größe generiert wurde. Das heißt, ihr könnt bei diesem Bild dann nicht auswählen, ob es in 30x30, 30x40, 50x70 oder welche Größe auch immer ihr haben wollt, auswählen könnt. Denn dieses Bild ist genau auf die perfekte Qualität für das Bild schon generiert worden. Das seht ihr dann immer in der Beschreibung und in dem Titel des Bildes. Außerdem findet ihr dort dann auch die verschiedenen Farben, die es dabei gibt. Also da gibt es mal 30 verschiedene Farben, mal 50, mal 55. Da könnt ihr dann auch direkt auswählen und aussortieren, ob ihr mehr Farben haben wollt oder eher weniger. Aber umso mehr Farben und umso größer das Bild, je detaillierter wird das ganze Gesamtbild und ihr habt auf jeden Fall danach ein sehr, sehr schönes Bild. Was bei anderen Bildern, das kann ich aus Erfahrung sprechen, habt ihr diese geniale Qualität einfach nicht, weil an Bild und Qualität bzw. Größe gespart wurde. Und dort habt ihr auf jeden Fall keine schlechte Qualität, weil eben die Bilder schon so generiert wurden, dass sie eine bestmögliche Qualität hergeben. In dem Online-Shop findet ihr auch Kollektionen, die es halt in anderen Shops nicht gibt. Dies ist zum Beispiel die Josephine Wall Kollektion. Schaut euch auf jeden Fall auf der Internetseite mal um. Dort findet ihr bestimmt etwas, was euch vielleicht interessiert. Und im folgenden Video zeige ich euch dann auch, wie Diamond Painting überhaupt funktioniert. Ja, ich hoffe, es interessiert euch. Und ich würde jetzt sagen, wir packen mal das Paket aus. Das ist nämlich dieses längliche Teil hier. Und ich freue mich schon so sehr darauf, das Paket mit euch jetzt auspacken zu dürfen. Ich weiß auch schon, was sich in dem Paket befindet, denn ich durfte mir ja ein Bild aussuchen. So sieht das Ganze dann nochmal aus. Das ist also nochmal umverpackt mit Do-It-Yourself Diamond Painting Deutschland. Und ja, das ist das Bild. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt erkennen könnt, aber wenn ich es halt ausgepackt habe, ja, das sieht wunderbar aus. Das ist eine wunderschöne Eule im Schnee, im Eis, im... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das Bild sehr, sehr angesprochen, weil ich ja Eulen liebe. Und dieses Bild ist in 60x90. Ich bin mal gespannt, ob ich es überhaupt hier auf diesen Tisch
drauf platziert bekomme, weil es ist wirklich schon sehr, sehr riesig. So, dann wollen wir mal. Gucken, ob ich es auch richtig rum direkt mache, ja. So sieht das ganze Bild aus. Also wunderschön. Ich schiebe euch das mal so hin. Also ihr seht, die ganze Kamera ist bedeckt und der Tisch ist voll. Das ist wie gesagt die Eule. Und diese Eule hat jetzt in dem Fall 55 Farben. Die beinhalten diese Farben hier. Also es sind wirklich sehr eintönige Blau und Weiß und ein bisschen Schwarz, würde ich sagen, Töne dabei. Und ein bisschen Gelb für die Augen hier. Also das Paket beinhaltet diese Farben. Dann haben wir hier eine kleine Nervennahrung. Super, super süß. Herzlichen Dank dafür. Und dann haben wir auch noch das Toolkit, das ist dieses hier, da habt ihr immer so ein Schiffchen, ein bisschen Wachs, um in den Stift das einzutunken. In dem Fall ist jetzt kein Aufsetzer dabei, aber das finde ich persönlich überhaupt nicht schlimm. Ich habe für mich gemerkt, dass jeden Stein einzeln zu setzen viel, viel schöner aussieht, also viel gleichmäßiger, viel besser, und deswegen arbeite ich auch nur noch mit dem Einzelnen hier. Das ist einfach, ja, für mich ist das Ergebnis viel, viel schöner und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ihr habt hier dieses kleine Wachsplättchen, da nehmt ihr dann die Folie von oben ab. Also das ist eine Folie, weil sonst klebt das nachher nicht mehr. Und hier habt ihr den Stift. Der ist in der Mitte, ist der hohl, sage ich jetzt mal. Und dann tunkt ihr das einmal so hier rein und dann ja, hat der Stift Munition und damit könnt ihr dann die verschiedenen Steine aufheben. Finde ich auf jeden Fall sehr toll. Dann hier ein kleines Schiffchen, um die Farben da reinzumachen. Also immer eine, nicht alle auf einmal, immer eine Farbe nacheinander. Und dann packen wir mal die Steine aus. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Hier hat sich schon ein Stein verirrt. Der war hier einfach lose drin. Den machen wir mal weg. Und was ganz wichtig ist, ist diese Legende hier. Da findet ihr nämlich immer die Farbnummer, also das Tütchennummer. Dann die Symbole. Ich mache euch das mal. So sieht die Legende dann aus. Da habt ihr hier in der ersten Spalte immer die Nummerierung der Farbe. In der zweiten Spalte habt ihr dann den Code, der hier auf der Leinwand zu sehen ist. Dann habt ihr die DMC-Nummer. Das ist die Nummer, die die Farben bezeichnet. Also jede Farbe hat eine Nummer. Und dann habt ihr hier in der nächsten Spalte eine Zahl, die aussagt, wie viele Farben ihr davon in dem ganzen Bild verarbeiten müsst. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe hier zum Beispiel welche mit 150 Steinen. Dann sind auch welche nur mit 22 Steinen. Dann aber auch 5741 Steine, 2377 Steine. Also wie ihr seht, das Bild ist sehr, sehr groß. Also ja, da habe ich eine lange, lange Zeit dran zu arbeiten. Aber ich freue mich wirklich sehr, weil mir macht das Hobby sehr, sehr viel Spaß. Es ist entspannt, man kann abschalten, man kann sich die Zeit damit vertreiben. Und ja, mir macht es einfach sehr, sehr viel Spaß. Deswegen möchte ich euch das zeigen, weil ich einfach denke, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben, dass es sowas Tolles gibt. Und ja, das ist wie gesagt dann die Legende. Die müsst ihr gut aufheben, damit ihr beim Bild nicht durcheinander kommt. Dann kommen wir jetzt mal endlich zu den Farben. Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Ja, das sind die ganzen Farben. Super, super ordentlich. Und was ich hier direkt schon mal loben muss,
ist, dass das in Zipbeuteln verpackt ist. Viele andere Läden bzw. Online-Shops, China-Shops, wo man überall diese Diamond-Painting-Bilder herbekommt, verpacken das in so kleinen, zugeschweißten Tütchen, wo dann 200 Steine drin sind und man muss sie immer aufschneiden in einer Ecke. Und das finde ich nicht so toll, denn es ist Plastikverschwendung und man kann sie nicht wieder gut aufbewahren. Das heißt, wenn die Tüte einmal aufgeschnitten ist, fallen die Steine auch raus und man kann sie nicht gut wegpacken, fliegt alles einzeln rum und hier hat man halt einfach dann den Zipbeutel. Man kann es wieder verschließen, man kann es wieder verwenden danach. Man hat hier direkt schon drauf die Nummer. Also ihr könnt sehen, da ist ein Sticker drauf. Da steht dann vermutlich die Farbnummer, also 54. Das kommt auch hin. Die DMC-Nummer, das ist hier die 3842. Und wie viel Gramm? Da könnt ihr es nochmal genauer sehen. Also 54 ist die Farbreihenfolge der Nummern. Dann die 3842 ist die Farbbezeichnung, die DMC-Nummer. Und darunter steht, wie viel Gramm Steine. Also in dem Fall ist es ja wirklich sehr, sehr viel. Hier haben wir zum Beispiel nur eine ganz kleine Menge. Da sind jetzt 0,51 Gramm drin. Also das variiert sehr, sehr, sehr dolle. Also ihr seht ja, das sind sehr eintönige Farben, also blau, weiß, beige, dann hier halt ein bisschen von so einem Blau. Aber ja, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr toll, dass das in so Beuteln verpackt ist, weil man kann es einfach wiederverwenden, man kann es wegpacken, ohne die Steine überall rumfliegen zu haben und das finde ich sehr, 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 sehr gut. So, jetzt packe ich die Steine mal nochmal weg und dann zeige ich euch mal die Leinwand, wie das Ganze aussieht. So, jetzt haben wir hier nochmal die gesamte Leinwand und ja, auf den ersten Blick sieht es schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Es gibt so ein paar Stellen, die sind sehr, sehr dunkel. Da muss ich mal gucken, ob ich mir noch ein Lightpad zulege. Das ist ein Lichtpad, was von unten dann beleuchtet und man die Symbole besser erkennen kann. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Wir haben jetzt hier einen sehr hellen Bereich. Da sieht man die Ziffern und Zeichen sehr, sehr gut. Aber sobald das halt hier ins Dunkle geht, wird es ein bisschen schwieriger. Man kann es jetzt im Hellen erkennen, aber wir haben Winterzeit, es wird früh dunkel und man möchte ja bestimmt auch abends mal painten. Deswegen ist ein Lightpad wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und ich hebe euch das mal gerade so hoch. Ihr könnt sehen, es ist sehr, sehr klar, der Druck, man kann alles sehr gut erkennen. Es ist überhaupt nichts verschwommen und ja, ich bin super begeistert. Wie gesagt, ich freue mich unendlich, dieses große Bild painten zu dürfen. Nochmal ein herzliches Danke an Diamond Painting Deutschland. Hier steht auch jetzt nochmal, sehe ich gerade, der Name von dem Bild, Sperbereule. Sagt mir jetzt gar nichts. Ich finde das Motiv einfach nur super schön und ja, im nächsten Teil des Videos seht ihr dann, wie man das Ganze paintet. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier dran einfach noch dranhänge oder ein separates Video dazu mache. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne mal euer Feedback in den Kommentaren da, wie ihr dieses Hobby findet, ob ihr das machen würdet, wie ihr damit schon klarkommt, falls ihr es schon macht. Und ja, ich würde mich einfach sehr dolle über die Kommunikation in den Kommentaren freuen. Da können wir uns sehr, sehr gut austauschen und ich hoffe, ihr schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!